Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu Poppyhausen 2. So, ich habe ja letzte Folge schwanische Themen gehabt und da. Und habe mir überlegt, ich mache jetzt damit einfach nicht weiter. Ganz einfache Kiste. Aber dafür habe ich hier schon die Wand weitergebaut. Das heißt, ich habe sie angeglichen und bin bis auf hier, weil mir ein paar Steine gefehlt haben, auf der gleichen Höhe. So, das gleiche machen wir. Ja, wie macht man das? Das ist jetzt etwas doof. Machen wir das Fenster auch wieder bis zum. Bis zum. Dreiersprung. Schaffe ich den? Jo. Machen wir das Fenster wieder bis zum Boden oder machen wir tatsächlich diesmal einfach einen. Einen Absatz? Das weiß ich nicht. Wie macht man das? Oh, Menno. Wie macht man das? Das weiß ich nicht. Schön wäre es, wenn ich es wüsste. Okay. Es wäre hilfreich, Herr Poppy. Wie macht man das? Es wäre echt hilfreich. Es wäre echt hilfreich. Ja, 1, 2, 3 habe ich dazu gebracht. Oh Mann. Also Fakt ist, ich habe diese Folge wieder kein interessantes Gesprächsthema. Aus einem einfachen Grund, ich habe mich nach wie vor nicht vorbereitet, aber das macht nichts. So habe ich zumindest die Hoffnung, dass euch das genauso wie mir im Moment einfach mal so egal ist. Denn ich habe hier ein Problem. Mit dem Bauhänsel. Oh, das reicht ja gerade so, wa? Oh, der nicht. Verdammt. Irgendwann sterbe ich hier noch. Einfach nur beim Bauen. Wie blöd. Ja, was mache ich jetzt hier? Gehe ich jetzt hier weiter und baue hier wirklich bis außen hin? Mache hier eine Fassade dran. Fertig. Danke. Tschüss. Ich glaube, das mache ich auch so, ne? Aber die Frage ist, mache ich das so? Und dann da oben so? Oder sieht das nicht aus? Hm. Obwohl, ich würde das, glaube ich, cool finden. Aber das hier finde ich scheiße. Das müsste man von außen dran machen, nicht von drinnen. Das machen wir als Außenfassade, klar. Aber drin ist doof. Als Hauptwand. Nee, das finde ich doof. Das finde ich wirklich doof. Da müssen wir tatsächlich eine andere Lösung finden, Freunde. Und ich verspreche euch, das werden wir machen. So. Und so. Und höp. Nicht so, aber so. Ja, weil ich da einen zu hoch bin. Jetzt nicht mehr. So. Da haben wir auch einen zu viel. Okay, ich würde, glaube ich, sagen, das lassen wir so. Da muss ich jetzt nur noch mal gucken. Wenn wir das so machen, sieht das brauchbar aus? Warte mal, ich glaube, das könnten wir so lassen, ne? Können wir da auch noch einen hin? Ne, kriegen wir nicht. Und wenn wir dann runtergehen und aber mal gucken. Oh, ich glaube, ich rege nicht, ich bin gleich tot. Auch nicht schlecht. Es ist halt so mit dem Bauen und dem Koordinieren ist es schon etwas schwierig. Ach, das finde ich aber eigentlich ganz cool. Das heißt, wir könnten das ja noch. Warte mal, haben wir hier noch irgendwo eine Werkbank? Ne, haben wir nicht. Hier vorne haben wir eine. Ist das, glaube ich, ganz cool, wenn wir das so lassen. Zack. Dann können wir ja einfach nochmal so ein paar machen. Und dann ziehen wir das hier einfach mal
bis nach unten durch, oder? So. Doch, ich glaube, das geht. Das ist, glaube ich, nicht hässlich. Möchte ich mal so sagen. Ich glaube, das ist nicht hässlich. Ich glaube es aber auch nur. Doch, das ist, glaube ich, ganz okay. Da kann, also ich kann damit leben. Ob ihr das könnt, weiß ich nicht. Aber ich kann es. Ich kann es. Das finde ich, glaube ich, ganz okay. Das, also ich habe noch nie so gebaut. So. Dann machen wir das hier auch so. Dann haben wir zumindest einen kleinen Absatz. Und das finde ich, glaube ich, ganz okay. Damit kann ich wirklich leben. Wirklich, 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 wirklich. So, es kommen ja immer wieder die Fragen auf. Wie kann ich mitmachen? Spielst du mit mir? Kann ich auf dem Server? Wollen wir zusammen mal aufnehmen? Etc. pp. Also, ich sage da jetzt mal ein eindeutiges Statement zu. Man kann natürlich hier mitspielen. Klar. Aber unter Bedingungen, die die Stammzuschauer natürlich schon wissen, von wegen diverse Challenges und Möglichkeiten zu erfüllen. Das ist meine Voraussetzung. Und dann kann man hiermit auf dem Server spielen. Und da herrscht dann wieder gleiches Recht für alle. Ohne Wenn und Aber. Wo ich da auch keinen bevorzugen werde. Nur weil ich ihn vielleicht mal kenne oder weil er sagt, oh, ich mache auch YouTube, habe 450 Millionen Abonnenten oder so. Nein, auch dann hast du kein Privileg. Also selbst wenn Gronkh hierher kommt und sagt, ich will mitspielen, muss er einfach eine Challenge erfüllen. Das ist einfach so. Das ist gleiches Recht für alle. Und da bin ich auch knallhart, Alter, knallhart. Da ziehe ich einfach durch. Und das ist mir wirklich egal, wer das ist, wer da kommt. Da muss jeder durch. Jeder. Wirklich jeder. Ob er das will oder nicht, ist nicht mein Bier. Muss ich ja mal so sagen. Oh, ich glaube, ich bin gerade in Schwierigkeiten. So, ich hoffe, ich habe mich damit verständlich ausgedrückt, dass diverse Leute meinen, sich hier reindrücken zu müssen, nur weil sie denken, sie sind irgendwas Besonderes. Sind sie nicht. Denn ich bin auch nichts Besonderes. Ich bin auch einfach nur ein Typ, der Computerspiele spielt. Dazu ein bisschen dünnes Zeug erzählt und Spaß dran hat. Das muss ich natürlich sagen, das kann man mir nicht abstreiten. Das ist tatsächlich so. Ja, stehe ich zu. Und dann gibt es auch wieder die Leute, die sagen, du bist alt, du kannst das nicht. Okay, sowas gibt es halt auch. Okay, dann ist das so. Da muss ich halt mit leben. So, ich gehe nochmal wieder schlafen. Habe ich hier schon lange nicht mehr gemacht. Nee, aber das ist wirklich so. Also da bitte ich drum, mich nicht mit Nachrichten zuzuspammen. Von wegen, oh, wie kann ich mitmachen? Ich will mitmachen. Es gibt immer wieder regelmäßig irgendwelche Aufgaben, die ich verteile. Die nächste kommt die Tage sogar schon. Und derjenige welche oder diejenige welche, der oder die Aufgabe am schönsten für mich erledigt hat, wo ich denke, das passt hier ins Projekt ganz gut rein und auch die Person, muss ich dazu sagen, also ich nehme nicht jeden einfach so völlig willenlos auf, also es gab alles schon, das heißt, der Typ, die Person hat richtig geil gebaut, aber passte charakterlich nicht zu mir. War ein Idiot. Muss man so dezent auszudrücken.
Also noch bekloppter als ich. Und das soll schon was heißen. Das ist echt, ohne Witz, das ist schon eine Kunst. Das kann nicht jeder. Und da ist halt der Punkt, Flip, da ist halt der Punkt, dass ich dann auch sage, dann nehme ich mir einfach das Recht zu, du passt mir nicht. Weil du passt nicht ins Projekt, wir finden keinen Draht zueinander. Und dementsprechend ist es halt so, dass dann eben Leute sagen, okay, ich kann toll bauen, besser als du. Da hänge ich mir auch gar nicht rein. Also es gibt immer wieder Leute, die definitiv besser bauen können als ich. Und da streite ich auch nicht ab. Das ist halt so. Ne? Also es gibt immer einen, der kann es immer besser. Mindestens einen. Wo? Und das muss auch. Ah, lol, gucke, da bist du ja. Nee, und das muss auch. Also da gibt es nichts zu vertun. Es muss immer einen geben, der ist besser. Ganz klar. Aber ich darf mich dann auch nicht so verhalten wie so ein Prolet, wie so ein Assi oder was weiß ich nicht was. Und einfach nur sagen, ihr seid alles Idioten, nur ich bin der einzig Wahre. Ne? Und das sagt mir dann auch nicht zu. Das sind dann solche Leute, die definitiv nicht mitspielen werden. Da bin ich ja mal so knallhart, habe ich ja schon mal gesagt. Und da bitte ich dann natürlich auch den Rest der Welt, das einfach zu verstehen und zu sagen, ja, hast du recht. Weil ich möchte schon ein schönes Projekt hier haben und ich möchte auch schon, dass die Leute miteinander brauchbar und gut klarkommen. Also es bringt mir nichts, wenn ich da einen im Projekt habe, der ganz hibbelig und aufgeregt ist und mir da eine Kante ans Knie labert und ich hier dann nicht mehr in Ruhe spielen oder aufnehmen kann. Das da haben wir alle nichts von, absolut nicht. Deswegen suche ich mir die Leute schon bewusst auch aus. Aber ich gehe natürlich halt auch nach den Bauten. Ne? Also das ist keine Frage. Und ich hoffe, dass damit die Anfrage und Aufforderung einiger Leute beantwortet ist, ob sie mit mir zusammen spielen können. Also prinzipiell ja, auf den öffentlichen Servern, wie keine Ahnung, was gibt's denn alles? Gomme und Bergwerk Labs und keine Ahnung, Timolia und ich weiß es nicht, wie sie nicht alle heißen. Ne? Ob das jetzt Jump World ist, ob das, wobei Jump World, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich eine absolute Niete drin. Eine totale Niete. Ich bleibe meistens bei Modul 5 hängen, weil dann bin ich einfach zu dämlich, darüber zu springen. Da sitzt der Fehler dann einfach straight vorm Bildschirm. Das ist wirklich so. Und deswegen wird es bei mir, glaube ich, so schnell. Also es war ja schon mal gefordert, sogar von einigen Zuschauern, dass ich doch mal bitte Jump League spielen soll. Oder Let's Playen soll. Und da muss ich sagen, zum Let's Playen bin ich einfach definitiv zu schlecht dafür. Also ich würde, glaube ich, wie bei TTT, nicht wirklich die Leute darauf ansprechen. Hallo? So. Nee, das ist wirklich so. Also bei TTT muss ich auch sagen, erstaunlicherweise, sind die Klickzahlen da auch nicht so toll. Warum? Kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Vielleicht, weil ich wirklich einfach zu scheiße bin. Oder aber die Mikrofonqualität ist einfach zu mies. Das kann natürlich auch sein. Liegt daran, ich habe mir die Audiospur zerschossen. Und deswegen musste ich die wieder herstellen. Und habe das Beste eben rausgeholt, was rauszuholen geht. Denn die Originaltonspur von dem Let's Play, die war einfach so dermaßen übersteuert. Da hast du einfach nur ein Krächzen, ein Kratzen, ein Rauschen, ein Rauchen, ein Raunen gehört, aber nicht wirklich, was ich sage. Also ähnlich wie jetzt, man hört irgendwas, ne? Der alte Sack sagt was. Aber ich weiß nicht, was er meint. So muss man sich das vorstellen. Und dementsprechend habe ich dann gesagt, nee, das ist es mir nicht wert. Oh Mann, ich komme hier nicht hoch. Ich habe auch gar kein so ein Holz, ne? Das war helles Holz, was ich habe. Ja, super, hast du toll gemacht. Geht das so? Oh cool, mit Leiter geht's. Siehst du, alte Leute brauchen Leiter. Damit geht das. Mit Leitern kann man alles überwinden. Ganz einfach.
Genau, genau, genau. So, da müssen wir nochmal hin. Nee, und das ist halt so der... Fuck. Das ist halt so der Punkt, weswegen ich sage, klar, mit mir spielen jederzeit gerne. Auf öffentlichen Servern sowieso. Da gebe ich ja dann auch in der Regel immer bekannt, wenn ich da spiele, besonders in einem Stream. Ab und zu streame ich ja auch. Gut, in letzter Zeit eher weniger. Müsste ich vielleicht auch mal wieder machen. Wird ja auch gefordert, dass ich mal wieder streame. Könnte auch sein, dass ich dann vielleicht mal Poppyhausen streame. Und natürlich halt auch Minispiele, ganz klar. Aber was ich halt auch immer wieder mache, ist andere Spieler als Minecraft spielen. Also das ist keine Frage, weil ich bin da nicht nur der Minecraft-Spieler. Auch wenn das hier auf dem Kanal zurzeit so aussieht. Aber das ist das Spiel nun mal, was am besten funktioniert. Muss ich so sagen. Also als YouTuber, im YouTube-Sinne gedacht. Achso, stimmt, da war ja was. Da passten einfach die, zack, Mauersteine nicht mehr. Genau. Nee, aber das ist wirklich so. Also wenn man jetzt so von den YouTube-Klickzahlen absieht oder aus dem Winkel betrachtet, dann ist es tatsächlich so, dass Minecraft nach wie vor ein Klickfinger ist. Hätte ich jetzt auch nicht wirklich erwartet, aber ist so. Huch, ist wirklich so. Auch wenn dann der Spieler selber eigentlich strunzendumm ist. Ich rede jetzt mal von mir. Und dann die Steine nicht richtig oder die Blöcke nicht richtig setzen kann. Ist es dennoch irgendwie immer ein Klickfinger. Klick, klick. Muss man so genau auf den Punkt zu bringen. Weil viele sagen, du spielst doch nur Minecraft, weil die Leute das anklicken. Sonst bist du doch zu doof dazu. Ja und, ist halt so. Also abgesehen davon, man kann hier so ein bisschen seinen Fetisch ausleben. Man kann hier das machen, was man in der realen Welt nicht tun kann. Einfach mal irgendwas bauen. Man nimmt einfach mal so ein Ding in der Hand. Man nimmt sein Ding mal so in der Hand und dann baut man mal los. Und das kannst du in der realen Welt nicht machen. Ist tatsächlich so. Und vielleicht liegt das auch daran, dass ich da im Moment so viel Bock drauf habe. Oder es erinnert mich einfach an meine frühere Arbeitszeit, an meine Bauzeit, weil ich bin ja gelernter Dachdecker und habe in meinem ersten Berufsleben bin ich als Dachdecker unterwegs gewesen, bis ich dann meinen Arbeitsunfall hatte, bin vom Dach gefallen. Huch. Einfach aufgrund eines Schusseligkeitsfehlers. Und habe dann gesagt, okay, ich gehe vom Bau runter, weil jetzt habe ich einfach die Möglichkeit, das zu tun. Eben aufgrund des Arbeitsunfalls, weißt du? Und deswegen bin ich jetzt als Kaufmann unterwegs. Also nicht, weil ich was kaufe, sondern ich verkaufe was. Und da ist halt aber der Knackpunkt, das hätte ich damals mit meiner Dachdecker-Ausbildung nie geschafft. Muss man mal so ganz klar sagen, ne? Aber auf der anderen Seite, aufgrund meiner Ausbildung als Dachdecker, wäre ich wahrscheinlich auch nie Kaufmann geworden. Muss man auch mal so aus dem Aspekt sehen. Huch. Ist natürlich genauso. Also, wer weiß. Die andere Frage ist, welchen Beruf übst du aus? Also, ich habe mal geguckt in den Nutzerstatistiken. Ich bin ja so ein kleiner Statistiker. Und da ist halt tatsächlich das Durchschnittsalter auf meinem Kanal an Zuschauern 30 Jahre. Wenn die Angaben stimmen, die ihr gemacht habt. Das weiß ich natürlich nicht. Und dementsprechend brauche ich da nicht mehr zu reden wie mit einem Kleinkind, sondern es gibt eben Leute, die wissen, wo es drauf ankommt. Und das seid größtenteils meine Zuschauer. Und da bin ich stolz drauf, dass ich tatsächlich Menschen anspreche, die auch nicht so dem typischen Minecraft-Klischee entsprechen. Muss ich auch mal so sagen. Also, finde ich schon cool. Finde ich schon cool. So, wir haben jetzt hier das Obergeschoss nebenbei auch nochmal so fertiggestellt. Möchte ich auch mal so mit anmerken. Das heißt, warte, noch nicht ganz. Hier machen wir auch noch zu.
So, dann haben wir überall zugemacht. Und dann würde ich sagen, bewertet den Part. Es wird mir auch, Alter, wird auch gerade dunkel. Das heißt, ich nehme einen kurzen Dienstweg und gehe ins Bett. Und ihr bewertet den Part und schreibt einen Kommentar drunter und ich versuche darauf zu antworten. Am liebsten wieder ein Kommentar mit irgendeinem Gesprächsthema. Das werde ich mir angucken und dann werde ich da auch mal in Zukunft drüber reden. Danke fürs Zuschauen. Schönen Tag noch. Tschüss.